Was wäre eigentlich passiert, wenn Hermine Granger den Todessern beigetreten wäre? Im Zweiten Zaubererkrieg hat Harry Potter gegen Lord Voldemort gekämpft und gewonnen. Jedoch wurde Harry Potter von vielen Personen in der Saga unterstützt. Er hatte Verbündete, die immer an seiner Seite standen und ihm bei allem, was er tat, halfen und unterstützten. Harry hatte besonders zwei Freunde, die ihm sehr nahe standen und mit denen er alles teilte: Ronald Weasley und Hermine Granger. Aber was wäre passiert, wenn einer von ihnen Harry Potter verraten hätte und sich mit den Todessern und Lord Voldemort verbündet hätte? Im heutigen Video werden wir uns der Frage widmen, was passiert wäre, wenn Hermine Granger, eine der treuesten Verbündeten von Harry Potter, auf die Seite von Lord Voldemort gewechselt wäre und Harry Potter den Rücken gekehrt hätte. Bevor wir aber darüber sprechen, wie sehr es die Geschichte verändert hätte, wenn Hermine auf Voldemorts Seite gewechselt wäre, sollten wir darüber sprechen, was die junge Hexe eigentlich mit sich bringt und was als Gefahr für Harry gelten könnte. Schließlich war Hermine Granger viel mehr als nur eine von Harrys Freunden. Sie war in jeder Hinsicht ein großes Gehirn in Dumbledores Armee und in dem Kampf gegen Lord Voldemort. Vor allem jemand, der erfolgreiche Strategien beitrug, die Harry in seinem Kampf gegen Lord Voldemort hatte und die er nicht gehabt hätte, wenn Hermine auf der falschen Seite gestanden hätte. Seit ihren ersten Tagen in Hogwarts verdanken Harry und Ron einen Großteil ihres Erfolges gegen den dunklen Zauberer Voldemort der Hilfe von Hermine Granger. Von ihrem perfekten Brauen des Vielsafttrankes in der Kammer des Schreckens bis hin zu ihrer erfolgreichen Jagd nach Voldemorts Horcruxen. Ohne Hermine an seiner Seite wären viele von Harrys Missionen vielleicht nie so erfolgreich geworden. Alleine die Vorstellung, dass die junge Hermine Granger sich den Todessern anschließen würde, ist sehr beängstigend, denn sie würde all diese Fähigkeiten und noch mehr zu den Todessern dazubringen. Unter ihren Mitschülern war Hermine in der Klasse in fast allen Fächern um Längen besser als alle anderen. Mit nur 12 Jahren konnte sie bereits einen Zaubertrank brauen, an den sich die meisten Siebtklässler nicht mal trauen würden. Und sie hatte in fast allen Fächern bessere Noten als Harry Potter, außer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Außerdem verfügte sie über eine Menge Insider-Informationen über Harry, Ron, Dumbledore und die übrigen von Voldemorts Gegnern. Aber was ich mich frage ist, warum sollte Hermine überhaupt auf den Gedanken kommen, die Seite zu wechseln und auf Lord Voldemorts Seite überhaupt zu stehen? Natürlich würden die Todesser nicht einfach zulassen, dass ein ehemaliger Verbündeter von Harry Potter sich ihnen ohne Fragen zu stellen anschließt. Und das wirft eine Frage auf. Was könnte Hermine dazu gebracht haben, die Seiten zu wechseln? Hermine behielt eigentlich immer einen klaren Kopf, soweit ich es beurteilen kann. Und selbst in den Situationen, als sie eifersüchtig wurde auf all die Mädchen, die Ronald Weasley plötzlich Aufmerksamkeit schenkten, hat sie nie daran gedacht, in die dunklen Künste einzutauchen. Und wenn ein gebrochenes Herz nicht ausreicht, um Hermine dazu zu bringen, eine Todesserin zu werden, was denn dann? Von allen wahrscheinlichen Szenarien ist das das Wahrscheinlichste: eine Bedrohung für ihre Eltern. In den letzten Monaten vor der Schlacht von Hogwarts hat Hermine alles daran gesetzt, einen Erinnerungszauber auf ihre Eltern anzuwenden, damit sie Hermine vergessen. Sie tat dies, um sie aus Voldemorts Visier verschwinden zu lassen. Aber was wäre, wenn Voldemort ihre Eltern zuerst in die Finger bekäme? Was wäre, wenn er sie erpressen würde? Was, wenn Lord Voldemort Hermines Eltern ausnutzen würde und die junge Hexe dazu zwingen würde, sich den Todessern anzuschließen? Wenn man bedenkt, wie loyal Hermine zu ihren Freunden und zu Dumbledores Sache war, würde sie sie niemals ohne triftigen Grund im Stich lassen. Wenn wir diesen Gedanken ein wenig weiter verfolgen, müssen wir herausfinden, wie genau Lord Voldemort Hermine benutzen könnte. Und ausgehend von den früheren Bekehrungen des Dunklen Lords haben wir, glaube ich, mehr als nur ein paar Ideen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass einige unserer bisherigen Aussagen richtig sind. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass Hermine kurz nach dem Ende des Trimagischen Turniers eine Todesserin wurde, also kurz nach dem vierten Teil. Sie begann auch Voldemorts Ideologie zu glauben. Würde Voldemort aber wirklich jemanden wie Hermine rekrutieren und sie bei seinen täglichen Angriffen gegen das Zaubereiministerium einsetzen? Das glaube ich eher weniger. Schließlich hat Lord Voldemort während seines zweiten Aufstiegs zur Macht die drei unverzeihlichen Flüche eingesetzt, um heimlich die Kontrolle über die Mitarbeiter des Ministeriums zu erlangen. Und durch sie schuf er neue Gesetze und Strategien, die seine Todesser begünstigten.
Lord Voldemort hätte Hermine ziemlich wahrscheinlich als Geheimagentin eingesetzt. So wie Peter Pettigrew die Potters heimlich verriet, würde Voldemort Hermine benutzen, um Harry auf dieselbe Weise zu verraten. Das ist das, wovon ich ausgehe und was am meisten Sinn macht, denn sie wäre perfekt für diese Rolle. Wenn Hermine jemals eine Todesserin geworden wäre, hätte Harry Potter wohl kaum sein 5. Schuljahr in Hogwarts überlebt. Während der Ereignisse im Orden des Phönix arbeitete Lord Voldemort unermüdlich daran, Harry Potter zu manipulieren. Durch ihre Verbindung zueinander ließ Lord Voldemort Harry Vision von der Zukunft sehen. Wann immer Harry diese Vision empfing, ahnte er nicht, dass Lord Voldemort sie möglicherweise erfunden haben könnte, um ihn zu täuschen oder reinzulegen. Schließlich, nachdem Harry eine Vision seines Patenonkels Sirius Black gesehen hatte, der Lord Voldemort ausgeliefert war, beschloss Harry zu handeln und zu versuchen, ihn zu retten. Er schloss sich mit einigen Mitgliedern von Dumbledores Armee zusammen und stürmte zum Zaubereiministerium in die Mysteriumsabteilung. Dort, als er ankam, erfuhr er, dass die Vision in seinem Kopf eingepflanzt worden war und dass Sirius Black nie wirklich in Voldemorts Gefangenschaft war, also war alles eine Täuschung. Lord Voldemort hatte Harry dazu gebracht, in das Herz des Zaubereiministeriums zu rennen, in der Hoffnung, dass der Junge die Prophezeiung aufspüren würde, die nur er aufspüren kann, die der dunkle Lord dringend benötigte. Dank seiner Freunde wie Hermine und dem plötzlichen Auftauchen des Orden des Phönix überlebte Harry jedoch. Aber wenn Hermine eine Todesserin gewesen wäre, wäre diese Nacht ganz, ganz anders verlaufen. Das ganze Jahr über hätte Hermine Harry in dem Glauben bestärkt, dass die Visionen real waren. Und mit Voldemorts Hilfe hätte sie Harry von Dumbledores Armee komplett isolieren können. Es wäre auch ziemlich einfach gewesen. In jedem 5. Jahr versuchte Albus Dumbledore nämlich seltsamerweise, die Verbindung zu Harry abzubrechen. Später stellte sich natürlich heraus, dass Dumbledore dies nur tat, um Harry zu schützen. Aber in diesem Moment konnte Harry nicht anders, als verletzt zu sein und enttäuscht zu sein. Voldemort hätte das zu seinem Vorteil nutzen können und Harry durch Hermine dazu gebracht, das Vertrauen in den Schulleiter komplett zu verlieren. Am Ende hätte sich Harrys mangelnde Überzeugung in Dumbledores Armee niedergeschlagen und Hermine hätte ganz sicher dafür gesorgt, dass Harry seine verschlüsselte Nachricht an Severus Snape niemals ausspricht. Snape hätte also keine Verstärkung gerufen, was bedeutet, Harry wäre fast alleine im Ministerium gewesen. Naja, das heißt eventuell Ron und Hermine, aber Hermine wäre natürlich böse gewesen. Am Ende könnte Hermine auf jeden Fall perfekt für Voldemort agieren und Harry ins Ministerium locken. Ab diesem Moment, wo Harry die Prophezeiung finden würde, würde Hermine ihr wahres Gesicht zeigen und die Seiten wechseln. Harry hätte fast nichts dagegen tun können. Ohne seine Zauberfreunde an seiner Seite wäre Harry machtlos gegen so viele Todesser gewesen. Und mit Harrys Tod gäbe es nicht mehr viel Hoffnung für den Rest der zaubernden Welt. Albus Dumbledore war die einzige andere Person, die Voldemort an magischen Fähigkeiten übertreffen konnte, und er wäre nicht da gewesen. Aber das Schicksal von Dumbledore wäre ziemlich wahrscheinlich das gleiche gewesen. Wann immer Dumbledore schließlich versucht hätte, alle Horcruxe von Voldemort zu erlangen, hätte er vorübergehend den Verstand verloren und versucht, den Stein der Auferstehung an Marvolo Gaunts Ring zu benutzen, um den Geist seiner verstorbenen Schwester zurückzubringen. Dadurch hätte sich Dumbledore so oder so den Fluch eingefangen, der ihn schließlich umbringen würde. Ohne Harry Potter und ohne Albus Dumbledore wäre die gesamte Zaubererwelt dazu verdammt gewesen, Jahrzehnte oder Jahrhunderte dem Einfluss von Lord Voldemort zu unterliegen. Aber hätte Voldemort es überhaupt zugelassen, dass Hermine Granger auf seine Seite wechselt als Muggelgeborene? In Anbetracht der Tatsache, dass Voldemort Fenrir Greyback erlaubte, ihm zu dienen und ihn nicht zu einem Todesser zu machen, aber ihm trotzdem zu dienen, halte ich es für möglich, dass er Hermine genauso behandelt hätte. Sie hätte einen großen Nutzen für Voldemort gehabt und ich denke, Voldemort ist kein Idiot, also hätte er erkannt, wie wertvoll sie für ihn gewesen wäre. Die wahre Frage ist nur, ob sie sich auch darauf eingelassen hätte. Und das war's mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Was glaubt ihr, was passiert wäre, wenn Hermine auf Voldemorts Seite gewechselt wäre? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.